und hat das Gefühl, du hast ein neues Auto, du hast aber irgendwie nichts gewonnen. Hier steckt man also tatsächlich in einem Dilemma. Es wird ja immer gesagt, der ist irgendwie selbstladend, ein Elektroauto, das man gar nicht laden muss. Ja, woher bekommt denn so ein Hybrid eigentlich den Strom zum Fahren? Ja, der Plug-in-Hybrid, das ist doch das Beste aus zwei Welten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht's mal wieder um Hybride und vor allem auch Plug-in-Hybride. Da gibt's nämlich einiges an neuen Entwicklungen und das möchte ich gerne an euch weiterleiten. Ich möchte euch gerne damit helfen zu entscheiden, ist das denn jetzt eigentlich immer noch eine Sache, die man in Betracht ziehen sollte, sich ein Hybrid zu kaufen oder nicht? Wie sieht's mit den Plug-in-Hybriden aus? Da gibt's, wie gesagt, neue Entwicklungen. Lasst uns gleich loslegen. Ja, wenn man aktuell durch die Landschaft schaut, dann stellt man natürlich fest, Hybride und Plug-in-Hybride, die scheinen sich irgendwie immer noch zu verkaufen wie geschnitten Brot. Auch wenn es da schon Abbröckelungen sozusagen an den Verkaufszahlen gibt. Und das Image gerade der Plug-in-Hybride ist irgendwie ganz schön in Verruf geraten. Und das ist doch eigentlich komisch, weil auch zum Beispiel so Verbände wie zum Beispiel der VDA nach wie vor mit dem Narrativ durch die Lande zieht und sagt, ja, der Plug-in-Hybrid, das ist doch das Beste aus zwei Welten. Du hast deinen Verbrennungsmotor für deine Langstrecke, kannst deine 1000 Kilometer oder keine Ahnung wie viel an einem Stück durchfahren, du musst dich nicht um die Ladeinfrastruktur kümmern und musst nicht warten, und tralala, einfach losfahren, alles prima. Und zu Hause hast du den Elektroantrieb und kannst dann ganz umweltfreundlich mit Strom durch die Gegend fahren, alles super, alles prima. Und dann haben wir da noch Firmen wie zum Beispiel Toyota, die ganz spannende Sachen irgendwie erfunden haben, nämlich sowas wie die selbstladenden Hybride. Also sozusagen ein Elektroauto, dass man gar nicht laden muss. Also weil man einfach so fahren kann wie bisher. Spoiler, man muss es tanken. Und man kann von all den Vorteilen der Elektrofahrzeuge irgendwie profitieren, kann in der Stadt 60%, 70%, 80% elektrisch fahren und muss auch nicht aufs Laden warten. Also irgendwie so, irgendwie, ja, hört sich alles irgendwie ganz, ganz klasse an. Aber ist das denn eigentlich wirklich so klasse? Und wenn ihr jetzt davor steht, euch ein Hybridfahrzeug oder einen Plug-in-Hybriden zu kaufen, dann vielleicht hört ihr einfach die nächsten Minuten mal zu und möglicherweise ist die eine oder andere Information dabei, die für euch kaufentscheidend sein kann. Ja, wir fangen mal mit den Hybriden an. Also ich bin ja selber lange Jahre einen Hybriden gefahren, einen Vollhybriden, einen Prius 3 und ich bin immer sehr zufrieden gewesen mit dem Fahrzeug, das ist gar keine Frage. Ich konnte auch tatsächlich den Verbrauchsvorteil gegenüber klassischen Verbrennern, was wir vorher hatten, tatsächlich auch erfahren und herausfahren. Das war gar kein Problem. Im langjährigen Mittel hatten wir einen Verbrauchswert von knapp über 4 Liter. Wie gesagt, Sommer, Winter, im Sommer teilweise so Richtung 3, 3,5 Liter, im Winter geht es eher so Richtung 5, 5,5 Liter. Aber wenn man so ein Hybrid einigermaßen kennt und weiß, wie der funktioniert und wie man das System gut nutzen kann, dann kann man sich deutlich über seine Verbrauchseinsparungen irgendwie auch deutlich freuen. Ja, woher bekommt denn so ein Hybrid eigentlich den Strom zum Fahren? Das wird ja immer gesagt, der ist irgendwie selbstladend. Naja, im Prinzip zaubern kann der natürlich auch nicht. Was macht der? Der gewinnt Energie zurück, wenn es den Berg runtergeht oder wenn man bremst oder wenn man das Auto ausrollen lässt. Also das, was wir beim Elektroauto ja auch kennen, was da Standard ist, nämlich die Rekuperation, also die Bremsenergierückgewinnung, die kinetische Energie, die eben in so einem Fahrzeug, in der Masse des Fahrzeugs drinsteckt, die kann man beim Bremsen zu einem Teil wieder zurückgewinnen und dann beim Beschleunigen oder beim langsamen Fahren, wie auch immer, entsprechend dann weiter nutzen. Die Technik hat sich natürlich im Laufe der Zeit verbessert. Die Fahrzeuge sind effizient. Man kann schon Verbrauchsreduzierungen so im Bereich von 25% irgendwie erreichen gegenüber einem vergleichbaren, normalen Fahrzeug. Aber das ist es dann auch schon. Und das ist eigentlich im Prinzip auch schon das erste Dilemma, in dem so ein Hybride irgendwie drinsteckt. Nämlich, man hat bei so einem Fahrzeug also erstmal irgendwie, freut man sich natürlich über den Verbrauchsvorteil, den man hat. Man findet auch am Anfang dieses elektrische Fahren, was so streckenweise stattfinden kann, wirklich cool. Das macht auch wirklich Spaß. Das ist alles prima. Aber ihr wisst, wie es ist. Die Benzinpreise werden auch in Zukunft immer weiter ansteigen. Und damit ist diese erste Freude, die man hat, vielleicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren irgendwie schon wieder raus, weil man irgendwie bei den gleichen Fahrtkosten pro 100 Kilometer angekommen ist, die man auch vorher hatte. Und hat das Gefühl, du hast ein neues Auto, du hast aber irgendwie nichts gewonnen. Ja, das ist es. Das muss man klar und deutlich sagen, denn du hast ja keine Möglichkeit beim Hybriden auf eine andere Energiequelle, zum Beispiel Strom, den du auf dem Dach erzeugst oder den du beim Arbeitgeber günstig bekommen kannst oder den du bei irgendeinem Discounter sogar kostenlos laden kannst. Da kommst du nicht ran, du musst eben weiter zur Tankstelle fahren. Das ist so. Also dieses Narrativ, der selbstladende Hybrid, das ist halt irgendwie, das stimmt nicht. Ne? Also ich hatte es gesagt, die eine Möglichkeit ist eben Energie aus der Rekuperation zurückgewinnen und die andere eben durch den laufenden Motor, das ist dann dieses Selbstladen und ihr merkt schon selber, das ist irgendwie ein, also es funktioniert technisch ausgereift, man hat einen gewissen Vorteil, aber mehr ist es dann letztlich irgendwie auch nicht. Ja, und dann sind da die Plug-in-Hybride, also quasi das Beste aus zwei Welten und da läuft man in das nächste Dilemma rein, weil die kann man natürlich schon dann auch mal über eine etwas, naja,
längere, weiß ich nicht, ob man das sogar sagen kann, Strecke elektrisch fahren. Bei den ersten Modellen, da waren es so 20 bis 30 Kilometer. Inzwischen gibt es Plug-in-Hybride, die fahren dann schon mal 60, 80 Kilometer rein elektrisch. Hängt natürlich immer von den äußeren Bedingungen ab. Im Moment ist es auch so, dass ein Plug-in-Hybrid, der jetzt seit Anfang 2022 auf die Straße kommt, auch eine Mindestreichweite von 60 Kilometer nach WLTP haben muss. Aber wir wissen ja alle, was das bedeutet, nicht? WLTP sind ungefähr 20% zu viel, also bleiben ungefähr unterm Strich so wieder so irgendwo so zwischen 40 und 50 Kilometer Reichweite übrig im Winter, wenn es kalt ist und das Fahrzeug vielleicht sogar elektrisch heizt, noch weniger. Und das, worauf man sich gefreut hat, nämlich vielleicht 60, 80 Kilometer rein elektrisch zu fahren, das klappt dann irgendwie auch wieder nicht, weil man irgendwie feststellt, die Reichweite ist eben nicht da. Man kann elektrisch fahren, das ist richtig und das ist gut. Und ich sage auch nachher nochmal was zu Plug-in-Hybriden, was das Laden angeht. Aber es ist eben nicht mit einem Elektroauto zu vergleichen. Außerdem kommt dazu, dass die allermeisten Plug-in-Hybride keine Schnellladefunktion drin haben und auch an der klassischen Wallbox eher langsam laden im Vergleich zum Elektroauto, sodass man dann doch irgendwie viel und viel am Laden ist und man kommt vielleicht, wenn man zur Arbeit fährt, die eine Strecke elektrisch hin und auf der Rückreise muss man dann vielleicht schon wieder mit Benzin fahren. Und damit ist man im nächsten Dilemma drin. Das ist irgendwie ähnlich wie bei den Hybriden, nämlich man ist dann doch wieder aufs Tanken angewiesen. Es gibt natürlich viele, sicherlich auch viele von euch, die ihren Plug-in-Hybrid ständig laden und ihn auch sehr, sehr viel elektrisch bewegen. Aber sobald es auf eine längere Strecke geht, muss man tanken. Aus diesem Dilemma, tanken zu müssen, egal wie oft oder wie wenig, aus da kommt man beim Plug-in-Hybriden einfach nicht raus. Das Dilemma gerade rund um die Plug-in-Hybride geht aber noch weiter. Heute ist ein Artikel in der Zeitung erschienen, der klar und deutlich vorhersagt, dass der Kauf eines Plug-in-Hybriden im Prinzip wirtschaftlicher Selbstmord ist. Die Restwertpreise von Plug-in-Hybriden gehen dramatisch in den Keller, insbesondere im Hinblick darauf, dass wahrscheinlich ab 2023 die Förderung von Plug-in-Hybriden deutlich eingeschnitten, wenn nicht vielleicht sogar abgeschafft wird und gleichzeitig die Förderung überhaupt daran gebunden wird, dass die Plug-in-Hybride deutlich mehr elektrisch gefahren werden. In dem Artikel steht drin, dass wenn eine bestimmte Mindestmenge elektrische Kilometer, ich gehe mal davon aus, dass es mindestens 50% der gefahrenen Gesamtkilometer sein werden, nicht erreicht wird, ist das Auto, der Dienstwagen zum Beispiel, wieder genauso zu besteuern wie ein klassischer Verbrenner. Und damit hat man eigentlich überhaupt nichts gewonnen. Gleichzeitig ist die Prognose der Restwerte deutlich geringer als bei reinen Elektrofahrzeugen. Und damit gibt es schon viele, auch Leasinggesellschaften, die sich jetzt stückweise anfangen, aus dem Geschäft mit den Plug-in-Hybriden zurückzuziehen. Und das ist das zweite große Dilemma, was eben gerade bei den Plug-in-Hybriden auf die Besitzer zukommt, nämlich ein dramatischer Verfall der Restwerte. Und damit müsste man dann sozusagen wieder die Leasingraten hochsetzen, um das irgendwie wieder auszugleichen. Und wenn man sich selber privat so ein Fahrzeug least, dann hat man da sowieso ein riesengroßes Problem. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, wer sich so ein Hybrid kauft, der trifft jetzt keine katastrophale Wahl. Der muss aber einfach wissen, dass er von den Vorteilen eines reinen Elektroautos letztlich nicht profitieren kann. Sowohl was die Förderung angeht, was den Komfort beim Fahren angeht, und natürlich auch, was hinterher eventuell den Restwert angeht. Hier steckt man also tatsächlich in einem Dilemma, aus das man, wenn man so ein Fahrzeug erstmal auf dem Hof hat, gar nicht mehr so richtig rauskommt. Es gibt natürlich Plug-in-Hybride, die mit Sicherheit nicht so einen starken Restwertverfall haben. Das kann zum Beispiel ein Fahrzeug sein, was eine sehr hohe elektrische Reichweite hat und eine Schnellladefunktion hat. Damit kann man tatsächlich dann auch mal auf einer Reise wieder elektrisch fahren, aber es ändert letztlich in der Konsequenz nicht daran. Es ist halt doch irgendwo ein Fahrzeug, wo noch ein Verbrennungsmotor drinsteckt, wo ich auch Wartungskosten für den Verbrennungsmotor habe, die ich beim Elektroauto nicht habe. Und damit die Kostenstruktur eben entsprechend negativ beeinflusst wird. Und was bleibt als Fazit aus der Sache zu ziehen? Wer sich also einen Hybrid oder Plug-in-Hybrid kaufen will, der sollte sich das wirklich lieber zwei- als dreimal überlegen, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller ist, gleich auf das rein elektrische Fahrzeug zu setzen, auch wenn vielleicht das ein oder andere beim rein Elektrofahrzeug noch nicht so ist, wie ihr euch das vorstellt, zum Beispiel der Ausbau der Ladeinfrastruktur oder wenn ihr euch Sorgen macht, dass die Strompreise durch die Decke gehen. Naja, wir wissen alle, das wird natürlich bei den fossilen Energien sowieso als erstes anfangen. Das zieht dann letztlich auch natürlich in den Strombereich. Aber wir wissen es aus anderen Berichten, dass viele, die ein Elektroauto haben, auch zum Beispiel die Möglichkeit vielleicht sich schaffen, am eigenen PV-Strom zu laden, sich einen separaten Zähler zu setzen und damit die Kostenstruktur zu beeinflussen und so weiter und so fort. Beim Verbrenner bist du irgendwie halt dann doch immer nur auf diese eine Sache, nämlich auf diese Tankstelle irgendwie angewiesen.
Ja, also für mich ist ein Hybrid, obwohl ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne viele Jahre meinen Prius gefahren bin und den auch ab und zu heute noch mal fahre, wenn wir bestimmte Dinge damit machen müssen, die mit dem ID aus Kofferraumgründen nicht gehen. Ich bin den gerne gefahren und ich bin auch froh, dass mein Schwiegervater den jetzt fährt, weil er damit seinen Spritschlucker BMW ersetzen konnte. Aber wir wissen natürlich alle, das ist letztlich keine Lösung, die irgendwie zukunftsfähig und die irgendwie nachhaltig ist, sondern wir wollten dieses Fahrzeug halt nicht entsorgen und deswegen wird es in der Familie noch so ein bisschen als, ja, familieninternes Sharing-Fahrzeug weitergekauft. Neu kaufen würde sich selbst mein Schwiegervater sowas nicht selbst. Er hat mir neulich gesagt, also als nächstes Auto definitiv elektrisch. Thema beendet. Und jetzt am Schluss nochmal ein kurzer Aufruf an alle, die einen Plug-in-Hybriden haben. Dieses Video soll natürlich eure Entscheidung nicht irgendwie in den Dreck ziehen. Im Gegenteil, ich mache mich auch nicht lustig darüber, definitiv nicht. Ich finde es okay, wenn ihr euch einen Plug-in-Hybrid gekauft habt oder wenn ihr den als Dienstwagen benutzt, dann habt ihr sicherlich eine gute Entscheidung damit getroffen. Aber damit diese Entscheidung wirklich eine gute Entscheidung ist, solltet ihr ihn so oft wie möglich elektrisch fahren. Und möglicherweise haben viele oder ja, einzelne von euch tatsächlich einfach auch noch nicht begriffen, dass es einen großen Unterschied macht, ob ihr dieses Fahrzeug mit Benzin fahrt oder mit Strom fahrt. Es ist eben nicht einfach so, ich habe die Wahl A oder B, es ist egal, sondern es macht einen Riesenunterschied, ob ihr, wie gesagt, auf Sprit fahrt oder ob ihr auf Strom fahrt. Strom fahren ist immer umweltfreundlicher, egal wo er herkommt. Strom fahren ist im Moment auch tendenziell günstiger, als wenn ihr mit Benzin fahrt. Und von daher ist es eben nicht egal. Und egal, ob ihr zu Hause eine Wallbox habt oder ob ihr nur eine Steckdose nutzen könnt, dann macht es, dann packt euer Kabel aus und steckt euren Plug-in-Hybrid an und nutzt einfach die Chance, die Möglichkeit, die in diesem Fahrzeug steckt, das Ding so viel wie möglich elektrisch zu fahren. Diesen Aufruf wollte ich an der Stelle einfach nochmal loswerden, weil ich tatsächlich letztens mal gehört habe von jemandem, der mir erzählen wollte, es ist doch völlig egal, wie ich das Fahrzeug fahre, von den Kosten ist es egal, vom CO2 ist es egal und er hat eben keinen Bock zu laden und fährt eben deswegen aus Benzin. Und als ich ihm versucht habe, das so ein bisschen klar zu machen, hatte ich das Gefühl, da geht ein kleiner Denkprozess los. Und wenn ich jetzt nur einen einzigen von euch vielleicht damit gebracht habe, das Ladekabel auszupacken und jetzt damit zur Steckdose, genau, du gehst bitte jetzt zur Steckdose und steckst deinen Plug-in-Hybrid an. Dann würde mich das wahnsinnig freuen. Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, wie das bei euch ist, ob ihr den Plug-in-Hybrid fahrt, den ihr bisher nie geladen habt. Ob ihr vielleicht Angst und Sorgen habt vor dem Verfall der Restwerte, wie ihr die Zukunft seht rund um euren Hybriden und euren Plug-in-Hybriden. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Lasst uns dazu in den Austausch kommen. Ich bedanke mich für euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzugucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dann auch wieder dabei seid. Und ansonsten bleibt mir nur jetzt hier von meiner Couch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt gleich hier unten irgendwo auf Abonnieren klickt, solltet ihr das noch nicht gemacht haben. Da kann man auch noch so eine Glocke anklicken, damit ihr informiert seid, wenn es neue Inhalte von uns gibt. Und Daumen nach oben, Daumen nach unten ist auch für uns wieder spannend, um zu wissen, ob das, was wir hier für euch machen, auch wirklich euch gefällt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.